Mein Traum jetzt für mein Leben ist sicher einfach den Moment so fest zu geniessen, wie es geht und das Beste rausholen, was möglich ist. Er kommt aus Zumikon und heißt David Hablützel. Seit den Olympischen Spielen in Sotschi in der Schweiz ein Begriff. Mit seinem fünften Platz hat er aufhorchen lassen. Der erst 17-jährige Gymnasiast Dave Hablützel sprang in der Halfpipe auf den fünften Platz. The frontside 1080, Double Cork. Da hat es wirklich einfach perfekt rein, die Träge, und macht es mit ganz viel Style. 11 Meter in der Luft. David Hablützel, der Überflieger. Das war eine Sensation. Ich fasse es gar noch nicht. Der Mann hat definitiv unglaublich viel drauf. Das war eine grosse Überraschung für mich, weil ich null Erwartungen hatte. Und ich konnte einfach mit einem klaren Kopf dort in dieser Pipe anfangen zu fahren. Und ich glaube wirklich, durch die Freude am Snowboarden ist es einfach gut gelaufen. Das war ein Hammer. Danach Kreuzbandriss im März nach den Olympischen Spielen. Deshalb ein bisschen zurückgeworfen. Aber Dave Hablützel ist wieder da. Und wie? Er ist on fire. Heute ist ein grosser Tag, obwohl es nur eine kleine OP ist, aber ich werde die Schrauben vom Knie entfernen, wo das Kreuzband überhaupt eingespannt hat. Und mit dem dass ich dann endlich auch mal den Fremdkörper aus dem Körper bringen kann, ja, würde ich sagen, sind die Verletzungen abgeschlossen. Und auch mit dem, was ich gelernt habe, weiss ich, dass so etwas nicht mehr passieren wird. Die Verletzung hat mich am Anfang schon ein bisschen verunsichert. Dann war es ein Wiederholfall. Dann habe ich es zum zweiten Mal wieder das gleiche Kreuzband gerissen. Das war dann schon ein schlimmer Moment. Weil dort habe ich gelernt, dort habe ich wirklich gemerkt, shit, das darf nicht passieren. Ich weiss, was halt schon passiert ist mit dieser Verletzung. Andererseits kann ich das relativ gut wegstecken, aber ich fahre sicher mit mehr Respekt, wie hätte ich noch nie mich verletzt. Vor Sotschi war es einfach, ich bin einfach ein Werkzeug, das für die Schweiz einen Quotenplatz holen muss, dass ein Schweizer starten kann. Und dann habe ich relativ spät erfahren, dass ich gehen kann. Und jetzt, 4 Jahre später, ist es so, ich halte den guten Event so genau in Erinnerung. Und ich weiss, ich will wieder gut sein. Der Hauptunterschied ist einfach, dass ich mich selber unter Druck setze, um wieder gut zu performen. Und letztes Mal konnte ich wirklich einfach ohne jegliche Erwartungen starten. Es ist mega beeindruckend, vor allem wenn du am Morgen irgendwie 2000 Höhenmeter fast machst. Und das eigentlich in so kurzer Zeit und dann oben in der Natur bist. Ich finde es mega schön. Noch zum wach werden, weil es doch recht früh ist.
Aber nachher würde ich gerne ein bisschen Hip-Hop hören in der Pipe. Es motiviert mich. Und so bin ich wie in meiner eigenen Welt und komme nicht ganz alles mit über, was so rundherum passiert. Es ist zum Teil noch angenehm. Jetzt geht's schon, geht los! Das Fee wird eine der letzten grossen Trainingssessions sein, bevor es dann in die Wettkampfsaison geht, die im Dezember anfängt. Und das ist eine gute Stimmung, mit wo wir alle voll Energie geladen sind und eigentlich einfach voll trainieren können. Ich bin auch an den Basics am Arbeiten. Und eben etwas, was ich gerade vor kurzem auf dem Trampolin gelernt habe, wollte ich jetzt eigentlich im Schnee umsetzen. Jetzt schaue ich, wie es läuft. Ja, wieder, so Switchback 9. Aber es war besser. Es war besser, gewesen, ja, aber... Es spürt, dass mehr dreht, genau. Ja, aber so. Nein. Wie eine runde Sache. Ja. I try some more. Ja, it's alright. It's alright. Momentan ist es so, dass ich an Tricks arbeite, die ich weiss, mit grosser Wahrscheinlichkeit will ich in Pyeongchang zeigen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt einen bewussten Trick habe. Es ist mehr so, dass ich einfach an meinem gesamten Fahren arbeite und dann dort halt vor Ort schaue, was möglich ist, was die Pipe zulässt, was das Wetter zulässt, was gerade mein Gefühl sagt. Und darum finde ich, macht es keinen Sinn, wenn ich jetzt würde an einem Trick die ganze Zeit trainieren bis dorthin und dann würde dort der Plan überhaupt nicht aufgehen, aus welchem Grund auch immer. Und dann wäre das wirklich ein bisschen verlorene Zeit gewesen vorher. Nicht mehr, aber quasi... Nur drehen, ja, ja. Und nicht kippen. Okay. Du bist von da und man geht vor dich und dann kannst du wirklich so drehen, wie viel du willst. Ja? Wow! Das auch Switch, ja? Du, da bleiben. Ja, sorry. Und auch Switch. Ja. Switch bist auch mehr so gewesen, aber dann bist du mehr so. So. Es ist für mich eine sehr gute Motivation, weil ich sehe, was Konkurrenz macht. Und es macht also für mich, ich freue mich für sie, wenn sie etwas Neues haben. Andererseits freut mich umso mehr, auch wenn ich etwas erreicht habe und die anderen das auch gesehen haben und finden, wow, cool. Es gibt glaub, schon Leute, die Tricks verstecken, aber ich bin nicht so einer, ehrlich gesagt. Ja, ich könnte das gar nicht. Ich hätte so eine Freude, wenn ich einen neuen Trick habe, dass ich den mit den anderen teilen will. Tennis war gut, gell? Tennis war gut. Ja, beim Nein, stimmt. Ich war viel zu flippig. Es war eine gute Session. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin zurück ins Asphäe und der erste Tag in der Pipe. Und es hat sich sehr gut angefühlt. Es geht mir auch gut, aber ich habe da auf der Seite ist sie verspannt. Irgendwie, vor allem auch hinten. Seit wem? Und weißt du so, letzte Woche habe ich das erste Mal gefunden, so, komm, jetzt der Knieschutz, der stört mich. Jetzt tue ich einfach ohne Snowboarden. Du bist jetzt immer mit dem Knieschutz. Ich bin jetzt das ganze Jahr mitgefahren, einfach letzte Woche gefunden, so, jetzt nehme ich den einfach weg. Es geht gut, aber gleich so am Schluss spüre ich bei der Endstreckung wie da so ein bisschen das Ziehen. Ich kann mir schlecht etwas vorsagen, was nicht stimmt vom Körper her. Aber ich glaube, das ist auch mega wichtig, ein gutes Körpergefühl haben für unseren Sport. Und man muss schon sagen, wenn man so viel Sport macht und
so einen Sport hat man irgendwann mal alles gehabt. Mhm. Also ich würde sagen, von unserem ganzen Team hier hat es nur jemanden, der noch nie ein Kreuzband gerissen hat, oder? Mhm. Und das ist dann, das ist normal, ja. Physio macht viel aus in dem, sie dir einfach wichtige Inputs geben können. Und dann merkst du es recht schnell, dass es wirklich so halt ist. Es ist auch einfach schön, eine halbe Stunde wirklich in der Ruhe zu sein und mit jemand ganz, also mit, wirklich mal mit einer Frau reden, blöd gesagt, und nicht immer mit deinen Teamkollegen zusammen sein. Ja, es ist so, das sagen sie auch, es ist so ein Rückzugsgebiet, wo man mal wirklich allein ist und seine Ruhe hat, wo die anderen nicht reinreden. Dann hat man endlich mal eine Frau oder wie eine Mami um sich. Das Mami, genau. Hey, ich komme als nächstes. Sprechen Sie. Ich mache ganz anders. Just want to watch the Hushback 9s at the front end, actually. Yeah, there's one thing. Did, look, I'm looking down. Yeah, and you let it swim with your leg goes up a lot, you know. The problem is my front arm and my head. You see? Now you see that? Yeah. Look, look now where the arm is going. Straight down. That's yeah. Why I flip. I mean, it's not as shitty. Let's watch it then. It's not as shitty as the one that Pat Purgener is doing, for example, you know? Das ist klar, dass ich jetzt den Fehler gesehen oder gesehen, was ich noch verbessern könnte. Oder was ich beibehalten muss, ist einfach, weil alles gut ist. Und ich dann am nächsten Tag umsetzen kann. Ja, sonst würde ich nicht so viel Zeit in das investieren, in die Videos. Wobei, ich mache es auch gerne zum Teil. Also es ist auch etwas, ich tue gerne auch so ein die Videos vergleichen. Und darum ist es zum Teil auch ein Hobby. Tell me if you need something else. Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Giacomo, the first time cleaning the floor. Yeah. You take care of the apartment. But no, thanks a lot. Thank you. And thanks for the videos. Kochen hat einen höheren Stellenwert bei uns. Es ist so ein das Ding geworden, dass man so selber auch anfangen will kochen und will gut kochen. Und vielleicht auch mal besser sein wie der Kollege beim Kochen und auch den Coach impressen, weil man weiss, dass einfach der Coach der Chef ist, was Küche und was Essen anbelangt. Von den Fahrern kann ich ganz klar sagen, dass er am meisten Know-how in der Küche den Jan hat. Hey! Oh, das heisst nicht, dass es immer so sein wird. Der Pat und ich, wir geben auch Gas, gell, Pat? Wir geben auch Gas. Ja, und probiert. Wir probieren es, wir schauen. Fischbüro ist es. Ich finde es cool, kann ich mit dem Team überall anreisen und wohne mit denen zusammen. Und ich habe eben diese schönen Familienmomente, die so meine richtige Familie ersetzen. Auch wenn es natürlich nur fürs Gefühl so ist im Moment. Ja. Also, hauen wir es. Ich gehe jetzt heim. Danke. Ja. Ich freue mich jedes Mal mega zum Heimkommen. Weil es so die Heim so speziell ist. Es ist wie so ein Ort, um sich zurückzuziehen vom Sport und von allem anderen. Und es geht da überhaupt nicht um das, was sonst im Training und so geht. Und es ist so richtig einfach eine Wohlfühloase. Ich komme gerade von Saas Fee. Ich bin topfit. Gesundheitlich so fit wie noch nie in der Vorsaison. Es ist jetzt gewaltig, wie gut das gegangen ist. Und jetzt habe ich endlich einmal eine Woche, wo ich die ganze Woche zuhause in Zürich bin, weil wir in Zürich als nächstes trainieren werden. Und das ist noch schön, das ist so fast wie Ferien, blöd gesagt. Weil ich einfach mal eine Woche zuhause bin.
und ja, Zeit haben, um mein Zeug zu Hause machen und wieder mal mit meiner Familie abzuchillen. Ich bin gespannt, wie das rauskommt. Also gar. Ich habe zwei Teig gemacht, das sicher langt. Mit dem füttert er sicher die ganze Familie durch. Ist gut, wenn es etwas scharf wird. Ich tue etwas Chili. Sehr fein. Schon, oder? Fein. Gut. Wir sind fünf Kinder und ich bin der älteste von fünf. Oh mein Gott, das schmeckt sehr fein. Also, einen guten. Ich hoffe, der Teig ist gut. Ich habe noch nie so einen Teig gemacht für eine Kiste, aber mega fein, David. Also ich habe es sehr, sehr gerne. Mm. Ist wirklich fein. Mein Sport ist ein Thema unter der Family doch, aber eigentlich ist relativ wenig der Fall. Also man redet da viel mehr über das Leben von innen. Und ich finde, das ist auch mal schön. Wäre es dir angenehm, oder wenn wir das jedes Mal würden, so in der Familie? Nicht. Nein, gell? Ich bin genau froh, reden wir fast nie über das Snowboard. Ich glaube, genau das ist das, was ich auch ein bisschen merke. Man ist dann einfach gerne sich selber daheim. Es wäre einfach künstlich. Da ist er mein Sohn. Da ist er kein Star irgendwie. Die Distanz ist nie grösser, als wenn er wirklich dann im Fernsehen erscheint und die Halfpipe runtergeht. Und wir sitzen auf unserem Stühle und können nicht direkt mitmachen. Das ist, finde ich, manchmal auch fast der härteste Moment. Oder man hat natürlich schon so einen Moment gegeben, wo er dann wirklich gestürzt ist und er bleibt liegen. Und wir sind so halb ohnmächtig da und wissen nicht, was passiert jetzt, oder? Aber jedes Mal, wenn er gut gestanden ist und es ist ihm nichts passiert, ist für mich einfach ein Freudenmoment. Ich habe gar nicht gewusst, dass die so Angst haben, wenn die so ein Event zuschauen. Vielleicht muss ich auch etwas an meinem Fahren ändern, dass das eben alles safer aussieht. Das weiss ich nicht, aber es kann auch etwas passieren auf dem Weg in die Schule. Also. Leben. Ja, es passiert, es kann immer überall etwas passieren und darum mache ich lieber einfach etwas, wenn ich so richtig fühle dafür. Ja, dafür gehe ich halt ein gewisses Risiko ein. Ja, nein, aber das teile ich absolut. Also mir ist viel lieber, du gehst ein kontrolliertes Risiko ein, du fährst nach dem Ausgang mit dem Papier irgendwie mit dem Auto heim und eben, das passiert ja Gott sei Dank nicht. Ist das super alles drin? Mir ist Kürbissuppe. Nur Kürbis? Ja. Da kannst du noch. Aber es schmeckt so. Kannst du ein Ding nehmen? Kokos. Ich fände es völlig falsch, würden sie schon jeden Morgen beim Aufstehen sagen so: Und? Sohnemann, bist du ready? Jetzt haben wir nur noch so viele Monate bis zu diesem grossen Event. Das wollte ich ja gar nicht, weil ich weiss, was ich bis dahin machen muss. Und würde mein Umfeld nur über das reden, das würde mich, ich glaube, das würde mich fast mehr belasten. Und so fühle ich mich frei. Schwierig, weil wenn der Kopf richtig bleibt, du kannst mehr mit dem Rest von deinem Körper arbeiten. Ja. Mit dem Rumpf, mit den Hüften, oder? Das ist nicht einfach. Nein, es ist Koordination. Ja, ich bin gerade so einen kleinen Detail dran, der so mega banal einfach aussieht, aber im Kopf ist es eben nicht so einfach. Auf dem Schnee ist dann doch ein anderes Gefühl. Aber so wie der Automatismus, den du auf dem Trampolin gelernt hast, den behaltest du eben dann auf dem Schnee. Und dann nachher kommt der Trick einfacher auf dem Schnee. Oh! Oh!
Ja, es kommt. Hast du schon weniger mit deinen Hüften geschafft? Es ist so schwierig. Kunstturnen ist wichtig, weil Tricks werden, also es wird immer mehr gedreht. Andererseits lieber stylische Tricks wie hochkomplizierte Tricks mit viel Drehen. Und das ist durchaus so, dass die Judges eben sehr auf den Style schauen und das müssen wir beibehalten. Jawohl! Schön! Hey, ich mag nicht mehr. Ich kann meine 100%ige Teilnahme an Olympischen Spielen nicht mehr beeinflussen, außer mit gutem Wettkampfresultat. Und das ist, ja, das ist das einzige Ziel. Einfach richtig gut sein an den ersten Wettkampf und richtig gut in die Saison starten. Und das pusht mich und ja, mein Riding nur noch mehr. Und das ist, glaube ich, die beste Ausgangslage. Ich war jetzt einen Monat lang nicht zuhause. Und alles, was da drin ist, mit dem habe ich einen Monat lang gelebt. Besser gesagt, die erste Woche in Costa Rica mit zwei Badhosen und nachher mit dem ganzen Rest. Angefangen hat es, indem ich ins Warme bin und nach Costa Rica. Dort eine Woche surfen bin. Und dann bin ich direkt in die USA gegangen, in Copper Mountain. Das ist jetzt der Trainingslauf von Copper, am Tag vor der Qualifikation. Ich hatte ein super Gefühl. So hätte es auch in der Qualifikation laufen sollen. Und dann wäre ich weitergekommen. Für die Quali war es so, dass das Wetter etwas schlecht war. Und dann hatte ich wirklich Mühe zum Fahren. Und ja, es war so, dass ich halt den ersten Wettkampf krass glaub ich versaut haben und ich habe mir dann wie einfach den Druck aufgeschoben auf den zweiten Wettkampf und gefunden, gut, es ist der erste so schlecht gegangen, jetzt muss ich den zweiten etwas abliefern. Mega schwierige Bedingungen zum Fahren und dann wegen dem letzten Trick habe ich unterdreht und dann bin ich umgekehrt und ich so, nein, Dave. Ja, die letzte Landung. Darum hat es nicht gelangt. Tja. Dann war es kurz ein recht harter Moment für mich. Und dann bin ich eigentlich so, dann bin ich an dem Punkt, dass ich mich gefreut habe, um endlich zurück in die Schweiz zu kommen. Und blöd gesagt, den ganzen USA-Trip wegen den Wettkämpfen her ein bisschen vergessen, weil die Wettkämpfe einfach das Jahr nicht gut gelaufen sind dort. Komm Sam! Komm! Mein Papi kann mich sehr gut trösten nach so Ereignissen und ich kann nachher einfach ich kann nachher ihm anrufen. Und ich glaube, das hat es schon gebracht. Sam ist genau wie ich. Er hat auch gerne Schnee. Und ich habe früher einmal Schnee gegessen. Ja. So, weiter, komm! Hopp, hopp! Ich muss mich einfach in dem Moment, wo es dann zählt, richtig einstimmen. Und das hängt ganz viel ab. Dann muss ich einfach ein gutes Gefühl aufbauen und das baue ich meistens auf, indem ich vorher ein gutes Training habe. Und ja, selbstbewusst kann ich in die Pipe hineinfahren und weiss, so, Dave, jetzt stehst du in geiler Run und dann kommt es gut. Und wenn mit so einem Gefühl, mit so dieser, einfach mit dem Selbstbewusstsein, dem Power hineindroppst, dann kommt es meistens gut raus. Jetzt geht's endlich auf Lags. Pyeongchang ist präsent
Und ich weiss auch, es ist ein grosses Ziel, dass ich dort wieder die Schweiz repräsentieren darf, an den Olympischen Spielen. Wenn ich dann definitiv weiss, dass ich für die Schweiz dort starten darf, dann steigt natürlich eine grosse Vorfreude, weil das einfach so das grösste ist, wo ein Sport, also das grösste Event ist, wo ein Sportler überhaupt teilnehmen kann. Und dementsprechend wird die Vorfreude dann auf jeden Fall steigen, wenn ich dann weiss, dass es wirklich so weit ist, dass Swiss Olympics sich für mich entschieden hat und ich nachher dort hingehe. It's not all this cracked up.